Herzlich willkommen zurück bei Raft. Wir sind ja das letzte Mal stehen geblieben vor diesem netten Felsen hier, der so wunderschön im Mondlicht schimmert. Und haben mit dem Tauchen erstmal aufgehört, weil wir festgestellt hatten, oder weil ich festgestellt hatte, dass es da ja doch sehr viel zu holen gibt und dass es sich lohnen könnte, doch mal hier die Flossen und die Sauerstoffflasche anzulegen. Mal gucken, wie lange der ganze Kram noch hält. Allerdings habe ich mir jetzt auch überlegt, ich könnte mal das erste Mal in dieser Spieleserie überhaupt mal mein Bett benutzen. Und wir warten einfach mal dann und schlafen bis zum Morgengrauen, damit dann das Licht auch scheint und wir da entsprechend was sehen können. Also, gute Nacht. Guten Morgen. Und wir gucken mal aus dem Fenster. Ein herrlicher Sonnenaufgang. Ich bin begeistert. So, da dürfte das mit dem Tauchen auch gleich deutlich besser funktionieren. Jetzt sehe ich hier nur gerade, dass ich hier noch Sand dabei habe. Den möchte ich natürlich nicht mitnehmen. So, sondern liegt der mit hier rein. Ach, den habe ich bestimmt schon vom Meeresgrund mitgebracht. Genau, genauso wird es sein. Bei meinem ersten Tauchgang. So, und dann können wir uns jetzt mal in Ruhe bei Licht mit Sauerstoffflasche und Flossen da unten umgucken und ein bisschen in Ruhe abbauen. Ja, das ist von der Optik gleich viel, viel, viel besser. Ich bin begeistert. Sehe ich auch, wo ich hinschwimme. Ich sammle einfach erstmal alles, soweit mein Inventar das dann hergibt. Und werde mich dann anschließend damit beschäftigen, was ich eventuell wegschmeiße und was ich behalte. Wie Steine habe ich jetzt noch keine große Verwendung gefunden, ehrlich gesagt. Wobei seit einem der letzten Updates man die Steine auch werfen kann. Ja, das ist, weiß nicht, wofür das später im Spielverlauf eventuell mal gut sein könnte. Ich kann das mal zeigen, was das jetzt hier am Wasser so geht, wenn ich das da in die Hand nehme. Dann kann ich da so einen einzelnen Klumpen wegwerfen. Ja, wie sinnvoll das ist oder nicht, ist dann natürlich eine andere Frage. So, aber wir bauen erstmal weiter fleißig ab. So, wo waren wir denn? Ein bisschen die Orientierung verloren. Felsen. Da ist der Felsen. Und hier zwischen war ja noch. Das sieht man jetzt gar nicht so im. Na gut, gucken wir mal. Das mal so systematisch um beide Felsen rumtauchen und dann mal gucken, was wir da finden. Einiges hatte ich ja gestern schon abgegrast. In die tieferen Regionen tauchen wir dann etwas später, beziehungsweise wenn wir dann hier einmal um den Felsen herumgeschwommen sind und geguckt haben, dass wir nichts vergessen haben. Ja, das sieht so aus, als wäre das auch schon gewesen. Machen wir dasselbe jetzt mit diesem anderen Felsen auch noch. Man sollte den Abbauhaken auch in die Hand nehmen. Guck mal, hier ist mein Anker vom Floß. Den will ich jetzt natürlich nicht abbauen. Ich weiß nicht, ob es euch in der Bildqualität auffällt. Ich habe die Auflösung vom letzten Mal, die reduzierte, jetzt mehr oder weniger beibehalten. Also wir spielen hier in 1080p. Ich habe aber die Aufnahmequalität mal auf 60 Bilder pro Sekunde von 30 erhöht. Könnt ihr mir ja gerne mal sagen, ob sich das ausreichend auf die Bildqualität auswirkt. Wobei subjektiv im Spiel ich so ein bisschen den Eindruck habe, dass es da hin und wieder etwas langsamer zugeht. Aber das werde ich mal beobachten und im Auge behalten. Interessant wird auch sein, wie viel Speicher mich diese Aufnahme auf der Festplatte kostet.
und wie weit wir da kommen werden. Aber gut, das soll ja erstmal eure Sorge nicht sein. Wir werden dann, oder ich werde dann nach und nach, so wie ich das schon gesagt habe, auch immer weiter Optimierungen vornehmen, soweit mein Rechner das hier zulässt. So, haben wir hier noch irgendwas? Ich habe noch gar keine Metalle gefunden, die es an Inseln beispielsweise immer reichlich gibt. Hier habe ich jetzt noch gar nichts Derartiges gesehen. So, ich tauche noch mal rauf. Und dann wollen wir mal ganz weit unten gucken, was da los ist. Wie sieht es mit meinem... Ach, guck mal an, meine Sauerstoffflasche. Die ist leider aufgebraucht. Da werden wir also auch nicht besonders tief tauchen können, leider, bevor uns der Sauerstoff ausgeht. Ja, da könnten es aber durchaus noch ein paar interessante Sachen geben da unten. Deswegen werde ich jetzt mal erstmal wieder an Bord des Floßes gehen und mal schauen, ob und womit ich mir eine neue Sauerstoffflasche craften kann. Material müsste ich eigentlich genug an Bord haben. Und jetzt ziehen wir auch erstmal das Segel mal wieder ein. So, zack. Und gucken mal, was wir denn für so eine Sauerstoffflasche brauchen. Wir brauchen dazu Kunststoff, Kletterpflanzenglibber, Seil und eine leere Flasche. Okay, das ergibt durchaus Sinn. Da steht zwar, ich hätte nicht genug Kunststoff, aber das ist natürlich Quatsch. Da habe ich hier also mehr als genug in diesen Kisten. Ja, ich merke auch hier gerade an Bord, wie das Spiel so ein kleines bisschen in der Geschwindigkeit nachlässt. Ich weiß jetzt nicht, was an der Stelle die Bremse ist. Meine SSD-Platte dürfte es eigentlich nicht sein. Gut, aber wir finden es noch heraus. Ich nehme trotzdem mal weiter so auf, wie es jetzt ist. Und dann gucken wir mal. So, Kletterpflanzenglipper. Ich brauche 5 Kletterpflanzenglipper. Was brauchen denn eigentlich neue Flossen? Die werde ich auch bald brauchen. Seetang. Okay. Und Kletterpflanzenglipper und alles Mögliche. Aber die Sauerstoffflasche ist am wichtigsten. So, da mir hier 2 Kletterpflanzenglipper fehlt und ich das scheinbar auch hier nirgendwo in irgendeiner Kiste habe. Warte mal. Aber genug Kletterpflanzen. Muss ich Kletterpflanzenglibber produzieren? Es hilft alles nichts. Aber wenn wir tauchen, dann wollen wir das natürlich vernünftig machen. Und wie kriegen wir Kletterpflanzenglibber? Ihr ahnt es vielleicht schon. Wir bekommen Kletterpflanzenglibber, wenn wir Kletterpflanzen hier in diese Schmelzöfen legen. Das hat dann zwar nicht mehr sehr viel mit Schmelzen zu tun. Ach, und ihr habt es gerade gehört, schon wieder vergessen, mein Handy leise zu stellen. Ist aber jetzt passiert. So, wir platzieren jetzt den Seetang hier oben rein und erhalten dann in Kürze Kletterpflanzenglibber. In der Zwischenzeit gucke ich schon mal, was ich für die leere Flasche brauche. Für die leere Flasche brauche ich noch 4 weiteren Kletterpflanzenglibber. So, für den noch 2 und dann noch 4. Das heißt, ich muss dreimal komplett die Schmelzöfen durchlaufen lassen, bevor ich hier weitermachen kann. Gut, dann nutzen wir mal die Zeit. Ich sammle hier mal den Loot ein, der sich hier so gesammelt hat. Wie man sieht, kommt ja einiges zustande und diese Fangnetze sind, wie bereits beschrieben, extremst praktisch. So. Obwohl ich dann gleich erstmal wieder gucken muss, wo und wie ich den ganzen Kram jetzt in Kisten verteile. Aber das kriegen wir schon hin. So, ich würde erstmal ins Inventar umverteilen. Das sollten wir dann nachher alles schön wegpacken. Steine. Ich meine, ich hätte irgendwo auch Steine gesammelt. Kann ja nicht schaden. Ein paar wenigstens aufzuheben, dann mache ich mir hier vielleicht den so eine Steinekiste draus. Den Ton, den hole ich hier raus, den sortiere ich um. Steine weiß ich noch nicht, wofür ich die brauchen kann.
Genauso wie diese Muscheln hier. So, die Steine bleiben erstmal hier. Der Seetang bleibt hier. Der Sand bleibt hier. So, und da ist dann auch schon der erste Kletterpflanzenglibber fertig. Und wir machen dann auch direkt weiter mit dem nächsten Glibber. So, und wir wollen die Zeit natürlich sinnvoll verbringen. So, da werde ich jetzt erstmal eine Kleinigkeit essen. Ist ja noch genug da. Trotzdem muss man das Ganze ein bisschen im Auge behalten. Nicht, dass man irgendwann unversehens Schwierigkeiten bekommt. So, hab's schon wieder, ist ein Fisch weg. Den Rest legen wir zurück. Da trinken wir noch mal ein bisschen. Füllen dann auch erstmal die Entsalzungsanlage wieder nach. Gut. Na, hier habe ich kein Holz reingelegt. Das ist nicht so schlau gewesen. So, noch mal eine Planke rein. Kletterpflanzenklipper. Und weiter im Glibberprogramm. So, jetzt können wir hier noch mal die Ananas ernten. Zwei Ananassamen wieder einpflanzen. So, jetzt bräuchten wir ein bisschen Wasser. Das ist da hinten aber noch nicht fertig. Macht nichts. Bringe ich erstmal die Ananas weg. So, da haben wir dann auch bald den Stapel voll. Und dann höre ich auch auf mit dem Produzieren von Ananas erstmal. Dann werde ich auch vielleicht auch mal probieren, eine zu essen, wenn die nächsten fertig sind. Mal gucken, wie das dann so läuft. So, wie man sieht, ich könnte jetzt hier die Sauerstoffflasche schon produzieren. Mache ich aber nicht, weil dann ist meine Getränkeflasche weg. Ich habe zwar auch noch so einen Becher. Aber den Becher geht halt auch immer nur geht auch immer nur ein Schluck rein. Und da kommt man auf Dauer leider nicht sehr weit damit. Gut, weiter geht's im Glibberprogramm. Weiß jetzt gar nicht, ob ich gleich schon genug habe. Aber ich denke, ich werde jetzt einfach mal den Glibber wegproduzieren. So, was können wir noch Sinnvolles machen in der Zwischenzeit? Wir können ein bisschen angeln, damit uns die Fischvorräte nicht ausgehen. Ich muss aber überhaupt mal gucken, hier irgendwo liegt auch noch Fisch rum, glaube ich. Na, oder nicht? Dafür irgendwo auch noch so eine Lebensmittelkiste gemacht. So eine andere Lebensmittelkiste. Da. Genau, da hätten wir noch Fische drin, die wir grillen können. Aber das können wir auch später noch machen. Wir können auch mal hier gucken. Es gibt auch eine sehr nahrhafte Fischsuppe. Da sieht man, was man dafür braucht. Zwei Kartoffeln, zwei Rüben. Dann zwei von. Ah, Moment mal. Einer von diesen Fischen und einer. Ah, nee, Quatsch. Von allem eins. Ich glaube, diesen Fisch hier, den haben wir sogar noch im Vorrat. Würde ich mir den, genau, so als Erinnerungsstütze. So, hier haben wir noch Kartoffeln und Rüben. Kann ich das nämlich hier schon mal bei meiner Küche schon mal hinlegen? So, eine Seebrasse. So, denn hier eine Kartoffel und noch eine Rübe. Das wird da auch erstaunlicherweise nicht schlecht, egal wie lange man das da liegen lässt. So, und den Rest packen wir erstmal wieder zurück. Auch diesen einen Fisch, den packen wir erstmal wieder zurück. Irgendwann lerne ich auch noch, was ich wo reingepackt habe. Ist auch noch so eine Muschel drin. Hier wäre auch noch so ein Fischeintopf. Aber essen und trinken kann man als Vorrat nie genug haben.
In der Zwischenzeit ist das Wasser fertig geworden. Da können wir dann unsere Ananas hier auch mal gießen. So, und dann hier eins. Hier kommt alles Schlag auf Schlag. Ja, der Kletterpflanzenglibber ist dann auch wieder fertig. Wie gesagt, ich ziehe das jetzt durch, dass ich auch einmal genug davon habe. So, dann wollen wir in der Zwischenzeit mal ein bisschen angeln. Mit ein bisschen Glück kriegen wir ja diesen Fisch, der uns hier noch fehlt für den Fischeintopf. Oder auch nicht, warten wir es ab. Nachtangeln ist ganz wunderbar. Wobei mir jetzt ein lieber Mensch mit einer Flasche Wein noch ein kleines bisschen lieber wäre, aber man muss damit vorlieb nehmen, was man kriegen kann. So, das war jetzt kein Fisch, den ich für den Eintopf gebrauchen kann. Das ist ein kleiner Fisch. Deswegen angle ich mal ein bisschen weiter. Also mindestens so lange, bis ich entweder den Fischeintopf zusammen habe oder die Grill voll kriege. Sei es mit kleinen oder einem großen Fisch. So, jetzt haben wir schon zwei davon von den Buntbarschen. Angeln wir noch mal ein bisschen und gucken mal, was wir hier als nächstes so fangen. Eine rohe Makrele. So, das sind alles Kleinfische. Leider nicht der, den ich hier bräuchte. Doch hier für diesen anderen Fischeintopf, aber da brauche ich irgendwie noch Eier oder so. Da stehen mir leider keine zur Verfügung. Auch bei den anderen Sachen fehlen mir jeweils Komponenten. Da hinten dran hängen auch noch Rezepte. Die können wir uns dann aber später auch nochmal angucken. So. Holz ist drauf. Legen wir mal die Makrele drauf. Und dann legen wir noch hier den Buntbarsch dazu, die zwei. Und dann können wir den Fisch gleich vom Grill essen. Und an und für sich könnte ich jetzt auch zu Ende angeln, bis die Angel kaputt ist. Da muss ich die auch nicht mehr zurücklegen. Und dann dürfte ich auch erstmal genügend Fisch haben. Und mit ein bisschen Glück ist ja dann vielleicht doch was für den Eintopf dabei. Wobei ich ja bei dem Fischen noch ein bisschen schade finde. Naja, was heißt schade? Das Spiel ist schon so realistisch wie möglich gehalten, so mein Eindruck. Aber auch nicht so Detail und Realistik verliebt, wie manch ein Survival-Fan sich das vielleicht wünschen würde, dass man jetzt hier noch, dass den Fisch noch ausnehmen muss oder ähnliches, oder dass vielleicht das Fischen komplizierter ist, dass man den Fisch auch verlieren könnte. Aber im Prinzip muss man nichts anderes machen, als wenn der Fisch dran ist, rechtzeitig den Knopf zu drücken. Wobei ich auch nie ausprobiert habe, was passiert, wenn man damit länger wartet. Jetzt habe ich schon zwei Wels gefangen. Das sind also auch riesen Karenzmänner, die im Prinzip den ganzen Grill einnehmen. Aber immer wieder ein schöner Anblick, solche Fische auch zu grillen. Von den Effekten schön gemacht. Grillen. Oder wie ein guter Freund von mir sagen würde, grillen. Vielen lieben Gruß an Commander Carlton, falls du dieses Video siehst. Grillen. Ja, ja. Du weißt Bescheid. Ah, sehr schön. Da haben wir dann auch diesen Fisch, der uns noch gefehlt hat. Der hat auch diese Färbung hier. Ganz wunderbar. Da können wir nämlich jetzt auch direkt diesen Hering hier platzieren. Legen wir noch ein bisschen Holz drauf. Und noch ein bisschen Holz drauf. Und noch ein bisschen Holz drauf. Und kochen den Fischeintopf. Auf geht's. So, dann gucken wir mal, das sind alles große, glaube ich. Die Makrele sieht ja auch nett aus. So, ich nehme mal den Buntbarsch hier auf. Ja, und dann esse ich die Fische hier auch erstmal. So, die nehmen wir auch noch runter. Und dann können wir den rohen Lachs auflegen. Noch ein bisschen Holz. Schade, dass man das auch hier nicht so runterklappen kann. Da hätte man noch so
so einen kleinen Smoker oder Barbecue-Grill, dann würde das Ganze vielleicht gleich noch deutlich besser schmecken. Gut, Glibber ist auch fertig geworden zwischendurch. Kein Wunder, ich habe ja eine ganze Weile geangelt. Mein Holz werde ich hier auch gut los überall. Aber ich habe ja auch genug davon. So, wir verarbeiten weiter den Seetang. Zwischendurch mal ein bisschen was trinken. Und dann können wir noch ein bisschen angeln. Noch ist die Angel ja nicht kaputt. Und die Sonne geht auf. Ich habe die ganze Nacht durchgeangelt. Wie doch die Zeit vergeht. So, und ihr habt es knacken gehört, die Angel ist kaputt. So, den einen Fisch behalte ich mal im Inventar, die anderen Fische bringe ich weg. So. Dann packen wir mal, obwohl die großen Fische hatte ich doch. Ne, das waren die gebratenen, die gegrillten Fische, die ich da hinten in der anderen Kiste drin habe. Die rohen kommen alle hier rein. Du bleibst hier, falls ich gleich Hunger auf dich bekomme. So, jetzt können wir schon mal gucken wegen der leeren Flasche. Oh, die können wir schon produzieren. Zack, da ist im Inventar. So, packen wir die Flasche mal weg. Gucken mal, was wir jetzt noch für die Sauerstoffflasche brauchen. Nix. Sehr gut. Craften wir die und können die gleich auch entsprechend anlegen. Ich würde jetzt, wenn ich schon mal dabei bin, irgendwann gehen mir auch die Flossen kaputt. Jetzt hier auch noch mal die Flossen hier noch mal nachproduzieren. Da habe ich jetzt auch genug Glibber dafür. Und zack, da haben wir auch die Flossen. Kann man die mit anlegen? Ah, ich dachte schon. Vier Flossen, dann geht es noch schneller. Gut. Gut. Dann packen wir nochmal die Stapel dann auch gleich weg. Wo sind jetzt meine Kletterpflanzen hin? Habe ich die etwa schon weggelegt? Wäre möglich. So, Sand und Glas. Wo ist eigentlich mein Glas hin? Ach ja, ich habe die Sachen ja in meine Krimskramkiste gepackt, bevor ich vorhin angefangen habe zu tauchen, weil ich ja hier diesen Stapel Glas fertig machen wollte. Packen wir da auch mal den Sand rein. So, was brauche ich jetzt auch noch nicht? Die Axt brauche ich eigentlich nicht. Ich behalte die trotzdem. Mir wird gleich der Haken kaputt gehen. Ihr merkt schon, das Ganze ist eine aufwendige Geschichte, bis man da mal wieder zurande kommt und weitermachen kann. Also gucke ich mal, was brauche ich denn für den Haken? Brauche ich noch einen Bolzen? Den muss ich mir ja vorher vom Lager in das Inventar legen und kann diesen Haken dann herstellen. So, dann packe ich das hier mal wieder rein. Palmblätter. Ja, ich habe ja eben relativ viel Loot noch rausgeholt. So, die bleiben hier drin. Das sind erst 19. Schrott, Ton, Seil packe ich auch mal wieder weg. Holz behalte ich mal hier drin. Den Kunststoffstapel packe ich weg. Und dann müsste ich auch eigentlich gleich wieder gerüstet sein für den nächsten Tauchgang. So, vorher werde ich den Fisch noch essen. Mich stärken. Noch ein Schlückchen Wasser hinterher. Ja, und dann ist aber auch leider schon wieder die Zeit erreicht für den aktuellen Stream. Der Tauchgang folgt dann in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut.